Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Horden Hearts Event Video. Wir stehen hier noch in Stockholm und schauen mal, wohin die Reise von heute von hier aus geht. Ich habe schon mal nachgeschaut, wahrscheinlich geht es nach Aalborg. Oder auch, ja, vielleicht doch noch nach Aalborg. Ist sogar noch einer der besseren Aufträge für die Fahrzeit. Aber nach Aalborg zu Nordic Crowns. Das ist nicht zu Crown, sondern. Fahren wir nach Aalborg zu Nordic Crown. 30.000 bekommen wir dafür. 560 Kilometer Strecke. Dann wollen wir mal los. Direkt um die Ecke sogar. Sehr gut. Jetzt erst einen Skyhändler entdeckt. Weird. Biege nach rechts ab. Hier endet es. Fertig zum Losfahren. Dann nehmen wir mal die Fracht auf und fahren dann Richtung Fähre an Linköping und Jönköping vorbei. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Links kommt nichts, rechts auch nichts. Es kommt doch links was. Aber wir sind ja schnell rum. Werden wir höchstwahrscheinlich gegen, das wollte ich gerne machen, Mittag da. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja. War ein bisschen mehr mit, was auch weiter fliegt. Schon beinahe fast weitergefahren. Immer geradeaus. Ja, und es ist halt wirklich, ich weiß nicht mehr, welche Fähre, Hafen das ist. Bei Göteborg jetzt über nach Frederikshavn. Muss ich nur auf das 70er Schild wieder achten. Es sei denn, es war nur für die Gegenfahrbahn. Scheint ja so gewesen zu sein, dass nur für die Gegenfahrbahn war. Ne?
Umso besser. Und damit hat der Truck die 71K geknackt. Tanken muss ich dann morgen auf der nächsten Fahrt. Es sei denn, das reicht auch noch für die Sonntagsfahrt. Das kann natürlich auch sein. Immer geradeaus. Sein Steuer leuchtet nicht so schön. Beziehungsweise reflektiert nicht so. Hinter uns geht die Sonne wieder auf. Wenn ich mich hier gerade teilweise echt hart konzentrieren muss, beim Überholen. Jetzt werde ich natürlich wieder langsamer, ne? Wieder schön Reflektierung hinten dran. Oh, da wird es gebremst. Wer bremst, verliert. Manchmal auch umgekehrt, wenn ich bremse, verliert. Ja, schon oft genug passiert in letzter Zeit. Bei Limk
Köping und fahren dann noch weiter nach Jönköping. Immer geradeaus. Genau. Schon echt angenehm, wie die Sonne langsam aufgeht. Das wirft einen doch schon häufig in die Trance. Pennen müssen wir nicht. Vielleicht ein Spurwechsel wäre nicht verkehrt. Ich glaube zumindest der Volvo Gas. Okay, das ist genug bei Apps, die ich überholen kann. Ah. Wahrscheinlich hier weniger. Oder auch doch. Hier wahrscheinlich da auch ein bisschen zum beigetragen hat. Irgendwie wollte ich den Satz rausbringen, ich weiß aber gar nicht mehr weswegen. Achso, ja, weil sie ja nicht so schnell gerollt ist hier wie. Obwohl sie hier eigentlich auch 90 fahren können. Ging jetzt zu uns. Ach Quatsch, sie können nicht 90 fahren. Also sie könnten schon, aber sie dürfen auch nur 80 fahren. Geradeaus. Vorher auch nicht so ein Zentrum, wir wollen ja weiter nach Göteborg. Wie wir fleißig gebremst. Unerklärlichen Gründen.
Aber langsamer. Für den kurzen Moment. Ein kurzer Abschnitt sind jetzt wieder über Landstraßen. Zweispurig für uns auch. Aber erstmal werden wir kräftig ausgebremst, aber ist auch nicht so schlimm, weil da vorne wird eh so wieder gerade beschlichen auf beiden Seiten, auf beiden Spuren. Immer geradeaus. Sie ist aber unter auf 60 gegangen. Abschnitt. Der Hafen von Göteborg ist damit auch schon ausgeschildert. Heute fliegen sie die Schilder. Immer geradeaus. Dass ich gar keinen Dämmelstrauch bekomme, obwohl ich doch recht mächtig gegengebrettert bin. Sind wir jetzt in Göteborg angelangt, zumindest in Stadtgebiet.
Bezirksgebiet der Stadt. Haben schon ausgeschildert. Nimm die Ausfahrt rechts. Dass nichts gesagt wird. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bisschen noch den Verkehr aufgehalten, aber manchmal geht es halt schneller. Biege nach rechts ab. Manchmal geht es halt einfach nicht schneller. Dann auf nach Friedrichshafen. Dann sind es noch 102 Kilometer bis Nordic Crown von in Aalborg. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Was heißt machen zwischen dieser ETS-Aufnahme und der letzten ATS-Aufnahme des Tages? Da kann das Wasser ein bisschen abkühlen, während ich eine ATS aufnehme. Kopf an Kopf rennen hier.
Aber der Scania? Ich ganz gut davon, jawohl, der Scania ist gut davon. Machst du nix? Außer draußen beschleunigen, wir müssen uns ehrlich links halten. Ich hoffe mal, der gibt es nochmal gut Stoff und schert dann rechts ein. Wahrscheinlich halten wir jetzt gerade so das Tempo, was das Beschleunigen betrifft, was ungünstig ist. Links halten muss, glaube ich, auch rechts bleiben können. Ich kann rechts bleiben, alles klar. Bitte links halten. Aber ich muss doch links bleiben, okay. Ich verstehe. So eine Sache ist es. Ausfahrt links. Und dann wieder ein bisschen beschleunigen. Wahrscheinlich, wenn wir auf Geschwindigkeit sind, dann müssen wir bei Abo auch schon wieder raus. Zu weit. Bis zum Industriegebiet um Vistas Power. Nordic Crown oder was immer noch da gewesen ist. Raus. Das ging ja flott. Na, wieder die falsche Taste. Die Ausfahrt rechts. Steigen immer nur 50, 70 lohnt sich ja nicht. Wir sind in Aalborg angelangt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Arbeitsagentur entdeckt. Biege nach rechts ab. Einen Schocker nehmen. Und da ging, glaube ich, für den Kredit weg, oder? Keine Ahnung. Eigentlich nicht, glaube ich. Dafür haben wir noch zu viel. Hier sind wir. Ich meine, von hier dürfte ich dann irgendwann mal, als wir mit der... Boah. Gaming Empire oder das YouTuber-Spedition? Bin ich, glaube ich, dann mit dem... Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Wo ich dann mit dem... Biege nach rechts ab. Mit, Windkraftwerkstunnel gefahren bin. Nicht perfekt, aber steht. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnete Valentinstagsgeschenke von Stockholm nach Aalborg geliefert. Gefahrenstrecke 560 Kilometer. Dauer 36 Minuten. Verbraucherkraftstoff 218 Liter. Das war der 191. erledigte ETS-Server-Auftrag. 30.000 Euro gab es dafür und 788 Erfahrungspunkte. Schauen wir mal, wo der nächste Schlafplatz ist. Hier vorne. Flitzen wir mal da eben hin. Und dann switche ich mal das Spiel. Fahrt vorsichtig. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Schon mit dem Acker hier rechts. Interessant, dass wir die Streifen hatten, trotz Motorbremse.
geradeaus. Biege nach links ab. Bin ich schon vorbei? Nee. Route neu berechnen. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Event-Video wieder. Entweder hier in Outlook Simulator 2 oder in American Truck Simulator. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.